Farbgebung gab es natürlich in der Vorgeschichte unserer ersten Sanierung bereits Ansätze aus den Regelgeschossen, wo es dann mit der Frage weitergeht, wie entwickelt sich sowas in den Dachraum. Wir haben zentral eine Treppe untergebracht, über die man eigentlich in der Mitte vom Grundriss nach oben kommt. An der Stelle findet dann schlussendlich auch der Übergang in die neue Welt statt, wenn man so will, also in die Welt des Dachraums, in die Welt der Räume, in denen Freier unterrichtet wird, eine Mediothek, in der die Tagesbetreuung untergebracht ist. Und natürlich muss man dann überlegen, wie funktioniert einerseits nach dem Entfernen von bestehenden Bauteilen sozusagen, wo liegen die, die man behalten muss, einerseits statisch, aber auch sozusagen als Ort. Und andererseits muss man überlegen, wie ist dann bei den fertigen Oberflächen eigentlich, wie spüre ich, dass es irgendwann ins Neue geht und wo ist dann dieser Übergang? Auf der Ebene der Farben haben wir das gelöst mit einem sogenannten Beistrich, der letztlich die Bestandsfarbe des Regelgeschosses noch um die Ecke führt, die dann leicht absetzt und in einem andersartigen Farbton kontrastierend sozusagen zu einem Übergang bringt und dann mit der neuen Farbe weitermacht. Konstruktiv hat man das geschafft, indem man Balken, die entfernt werden mussten für die neue Treppe, sozusagen so auflagert und diesem Auflager auch eine Art Ausdruck gibt, dass das nicht verloren in der Wand verschwindet, sondern auch ersichtlich ist, hier ist irgendwie was passiert. Ein wichtiges Element ist natürlich die neue Treppe, die so der physisch eigentlich der Beginn dieser räumlichen Situation Dach ist. Da ging es einerseits darum, wie wir das alte bestehende Geländer eigentlich verlängern können, weil es natürlich eine Fluchttreppe ist, wo das Geländer bzw. der Handlauf durchgehen muss. Die zweite Frage, die uns beschäftigt hat, war, wie können wir eine Art Übergang herstellen zwischen dem historischen Geländer 1894 und dem Geländer 2022 und wie schafft man es möglicherweise auch Teile des alten Geländers zu verwenden? Und gelöst ist das Ganze, indem wir eigentlich am Übergang zwischen alt und neu des ehemals für den Abschluss der Treppe nach unten bestehende Geländer eigentlich weiterverwendet haben und zusammen mit dem Metallbauer in eine neue Form gebracht. Das macht jetzt diese Bewegung in die neue Treppe rein, aus der alten. Wir führen auch den Handlauf weiter, den der ganz klassisch heiß gemacht, geschmiedet, um die Ecke gebogen sozusagen und gehen dann eigentlich mit einem Handlauf, der in der Kontur eigentlich dem alten entspricht, nach oben und die Geländerstäbe des historischen Geländers verschwinden, die braucht es nicht mehr. Der Teil, den wir verwenden, der wird etwas vereinfacht, sodass es eigentlich dann einen nahtlosen Übergang gibt und jetzt zumindest aus unserer Sicht auch das Gefühl, dass das Alte irgendwie weiterging und sich dann quasi so entwickelt in eigene neue Situation. Gleiches passiert letztendlich mit den Holzlamperien der Regelgeschosse. Auch die hören auf an der Stelle der neuen Treppe. Da ging es dann darum zu klären, wie kann eine Lamperie weitergeführt werden, wie kann die aber auch da in einer zeitgemäßeren Form einen Ausdruck finden und wie können dann letztlich die Übergänge aussehen. Versucht hat man das, wie man hier auf dem Bild ganz schön sieht, indem die wirklich ineinander laufen, aber in Höhen, in der Höhenanordnung, Höhen übernommen werden vom Alten, aber dann eben im Neuen Vereinfachungen stattfinden, sodass man auch da eine Art Übergang versucht hat zu inszenieren.